Mein Thema wird sein Genesis 2, 3 und wir kennen alle seit Kindesbeinen an diese Erzählung als die sogenannte Sündenfallerzählung. Adam und Eva und der Sündenfall. Lassen Sie mich einige Bemerkungen zuvor machen. Es scheint mir so zu sein, dass die Kirche weniger von Sünde reden soll, sondern vielmehr von Leiden. Denn wie ist der Mensch überhaupt auf die Idee gekommen, er sei ein sündiges Wesen? Nur über das, was wir als Zusammenhang von Tat und Ergehen bezeichnen. Das heißt also, wenn jemanden Unglück trifft, dann muss er selber dran schuld sein. Der Volksmund sagt, jeder sei seines Glückes Schmied. Aber das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, jeder sei seines Unglückes Schmied. Das heißt also, wenn es einem Menschen schlecht geht, so muss es an ihm selber liegen. Und dann kommt man natürlich sehr schnell drauf, aha, es ist doch ein sündiges Wesen. Und das heißt also, da meine ich, muss man noch einmal einen Schritt zurückgehen. Und ehe die Kirche von Sünde redet, soll sie von Leiden reden. Das ist meiner Meinung nach das bei weitem sinnvollere Thema. Und damit sind wir natürlich mitten in unserer Erzählung der Sündenfallerzählung. Worum geht es? Ich habe die Überschrift gewählt, ein Genesis 2, 3, ein Traktat der Freiheit. Meines Wissens der Letzte, der es so verstanden hat mit dieser Überschrift, war nach meinem Verständnis Immanuel Kant. Aber das ist lange her und in der Theologie weit weg. Und das heißt also, zunächst einmal geht es darum, was haben wir als Bibelwissenschaftler und Exegeten zu dieser Erzählung zu sagen. Und das Erste, und das lassen Sie mich voranstellen, ist, dass die Erkenntnis von Gut und Böse nicht eine Sünde ist und dass nicht damit mit der Erkenntnis von Gut und Böse sozusagen der Sündenfall des Menschen begonnen hatte, sondern es geht darum um Freiheit. Und dann geht es nicht nur um die Freiheit des Menschen, sondern das versuche ich deutlich zu machen, auch um die Freiheit Gottes selber, der den Menschen frei gibt, Entscheidungen zu treffen. Das zweite große Thema, das sich in der Interpretation dieser Erzählung durch fast 2000 verbunden hat, ist die Abwertung sowohl der Erotik wie der Frau. Das heißt also, dass das Böse in Gestalt der Erotik durch die Frau in die Welt gekommen sei. Und das wird sehr häufig mit dieser Erzählung in Verbindung gebracht. Eva sei diejenige, welche. Auch das eine massive Fehlinterpretation dieser Erzählung. Es geht also gerade durchaus auch um Liebesbeziehung und um das Verhältnis der Geschlechter. Aber wenn man die Erzählung richtig interpretiert, geht es gerade darum, dass Liebesbeziehungen frei von Herrschaft sein müssen. Und das heißt, jede Liebesbeziehung, die mit Herrschaft in Verbindung gebracht wird, schon im Grunde fehlgeleitet ist. Das heißt, hier ist also eine ganze Menge Interpretationsarbeit, im Grunde gegen 2000 Jahre Interpretationsgeschichte, diese Erzählung, die sich nun mit sehr großen Namen wie Augustinus verbunden hat. Ich werde das versuchen, deutlich zu machen. Aber ehe wir das tun, müssen wir erst mal rauskriegen, was die Erzählung denn selber will. Und dazu müssen wir uns zunächst einmal um Schöpfungserzählungen handeln. Das ist ja der eigentliche Rahmen auch für diesen Abend. Und bei Schöpfungserzählungen geht es ja in der Regel nicht darum, wie denn die Welt entstanden ist, sondern es ist immer eine Reflexion über den Zustand der Welt, in der wir leben. Und das heißt, was eigentlich alle Schöpfungstraditionen auf den Weg bringt und nur deshalb redet der Mensch von Schöpfung, ist die Beobachtung, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und das große Problem ist das klassische Theodizee-Problem, wie kann es sein, dass ein guter Gott die Welt so schafft, wie sie ist? Wo kommen also die Defizite und das Leiden der Menschen in dieser Welt her?
Es kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass der Mensch in dieser Welt leidet. Das heißt also, die sogenannte Theodizee-Frage, wie sie Leibniz formuliert hat, wie kann angesichts der Güte Gottes die Fehlbarkeit der Welt erklärt werden? Diese Frage ist bereits für die Antike und hier auch für unsere Erzählung leitend gewesen. Und das heißt also, dann müssen wir zunächst einmal fragen, wo kommen die Autoren dieser Erzählung her? Was ist ihr Denkhorizont? Und wie haben sie Schöpfung des Menschen verstanden? Und da ist es immer ganz hilfreich, zunächst einmal in den alten Orient zu schauen und zu sehen, wie im alten Orient Schöpfung verstanden worden ist. Und da ist es, und das lassen Sie mich sehr abgekürzt sagen, das große babylonische Weltschöpfungsepos des Enuma Elish, der Text, der nun seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die Theologie umgetrieben hat, weil möglicherweise Teile der biblischen Überlieferung gerade von diesem Text abhängig sind. Wie wird dort erzählt? Lassen Sie mich das mit einer provokativen Formel sagen. Die Schöpfung der Welt ist ein Teil der Theogonie und das heißt also der Entstehung der Götter. Und lassen Sie mich noch provokativer sagen, was sind wir hier auf dieser Welt nach diesem Verständnis? Die Götter haben sich des Chaos in ihrem Pantheon entledigt, indem sie es aus dem Pantheon herausgeschmissen haben und daraus die Welt geschaffen haben. Das heißt also, wir sind sozusagen von vornherein Chaos. Und das heißt, das ist schon mal ein Aspekt auf die Theodizee-Frage, warum also die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, ist für einen altorientalischen Menschen sehr schnell beantwortet. Und da gibt es natürlich Konflikte schon unter den Göttern und das sind häufig Generationskonflikte. Das sind die zentralen Konflikte zwischen den Göttern, zwischen den jungen Göttern und den alten. Und die Jungen sind zu unruhig und das beunruhigt wiederum die Alten, die können nämlich nicht schlafen. Und das heißt also, dann wollen sie die jungen Götter, die sie ja selber geschaffen haben, wieder loswerden. Und also gibt es Konflikte in der Götterwelt. Genau das passiert auch im Enuma Elish. Und das heißt also, der Gott Ea kann durchaus durchschauen, was sein Vater, der Apsu, das Urmeer, aus dem alles entstanden ist, tun will. Er will die jungen Götter wieder abschaffen und das heißt töten. Und das heißt also, die Götter erfahren, was mit ihnen geschehen soll. Sie sollen vernichtet werden, damit der alte Gott Ruhe hat. Nun ist das Prinzip zweigeschlechtlich. Im Urwasser gibt es das Männliche und das Weibliche noch undifferenziert. Und es gibt neben dem männlichen Prinzip absolut die Tiamat. Und die Tiamat will, nachdem der junge Gott den Vater getötet hat, nun Rache nehmen und ihrerseits den Ea töten und auch die jüngeren Götter töten. Und damit ist die Existenz des ganzen Pantheon in Frage gestellt. Und es kommt zu einer Entscheidung der Götter. Der jüngste der Götter soll den Kampf aufnehmen. Und er kämpft und siegt. Und wer ist es? Der Reichsgott von Babylon. Und hier bekommt die ganze Geschichte plötzlich eine politische Dimension. Insofern natürlich der babylonische König sein Amt von Marduk, dem Königsgott, unter den Göttern im Pantheon hat. Das heißt also, er kämpft gegen die Tiamat und ich darf Ihnen das in einem Bild kurz zeigen. Sie sehen die Tiamat mit einem Pfeil und Bogen, das ist sozusagen das Emblemmotiv des Windes. Sie reißt den Rachen auf, sie ist ein das Chaoswesen und der Pfeil wird sozusagen in ihren Rachen geschleudert. Und nun wird die Welt geschaffen, ja, das obere,
Nun wird die Welt geschaffen, und zwar aus der Tiamat. Und das heißt also, die Materie, aus der die Welt geschaffen ist, ist das Chaos selbst. Und das heißt die Vernichtung von Leben. Und dann kann natürlich ein babylonischer Mensch sagen, dann habe ich eine Erklärung, warum wir alt werden. Und wenn wir älter werden, wird unser Körper zusammenfallen und wir werden Kraft verlieren. Ja, wir sind Chaos in unserer Materie. Und das heißt, dann kommt noch ein zweites dazu. Sie hat einen Heerführer, den Kingu, der die Herrschaft übernehmen soll. Und das ist die Vernichtung von Leben. Und aus dem Blut des Kingu wird der Mensch geschaffen. Aus dem schlichthin Bösewicht des Mythos wird der Mensch geschaffen. Und dann muss man fragen, wie kann es sein, dass Menschen so erzählen? Und Sie sehen unten dann die assyrische Verfassung. Jetzt geht es Ninurta gegen Anzu. Das heißt, das sind Motive, die also im Enumaelisch aufgenommen worden sind. Und das heißt also, wiederum sehen Sie die Wappe, mit der dann also Löwendrache erstochen werden soll. Das heißt also, diese Kampfesmotive ist sozusagen der Kern der ganzen Sache und die Frage, wie kommen Menschen dazu, so etwas zu erzählen? Und die Frage ist durchaus zu beantworten. Denn das Ende in der siebenten Tafel ist der, dass Babylon als Mittelpunkt der Welt von den Göttern gebaut wird und dass das Königtum eingerichtet wird. Und der babylonische König als Fleisch des Gottes Marduk, wie er sich selber nennt, im Auftrage des Reichsgottes Marduk, des siegreichen Gottes, der das Chaos besiegt hat, nun die Ordnung in der Welt schaffen soll. Das heißt also, der Mythos legitimiert auch die Politik. Und das wird am Ende natürlich eine militärisch sehr expansive Politik, denn Chaos ist überall dort, wo sich jemand nicht der babylonischen Herrschaft unterwerfen will. Ich will dieses nur erzählen, um deutlich zu machen, wo kommen die Autoren unserer Erzählung her? Was eigentlich ermöglicht dem Menschen glückliches Leben? Eine Frage, die jeder von uns hat. Und die mit Sicherheit auch die babylonischen Menschen haben. Die erste Antwort des Enumaelisch ist, sich einzufügen in die von Marduk geschaffene Ordnung. Und was ist die Ordnung? Der Mensch soll die Arbeiten erledigen, die die Götter nicht arbeiten wollten. Das heißt, was ihnen, den Göttern, zu mühsam war, und das ist vor allen Dingen natürlich in Mesopotamien der Kanalbau, sonst könnte man nicht ernten. Das sollen die Menschen machen. Das heißt also, von vornherein ist Mühe und Arbeit das Los des Menschen und so von den Göttern verhängt. Das heißt, was kann der Mensch in seinem Leben erwarten? Das ist schon allemal sehr begrenzt. Aber eines kann er nur erwarten, ein einigermaßen funktionierendes Leben, wenn er sich an die politische Ordnung hält. Und das ist die Ordnung, die durch den babylonischen Staat durchgesetzt wird. Und so verbinden sich eben Mythos und die politische Dimension, in dem nun alljährlich auch im Neujahrsfest der Mythos wieder gelesen wird. Wenn Sie uns die Bibel aufschlagen, haben Sie in Genesis 1 eine völlig andere Perspektive. Erstens ist die Welt nicht aus Chaosmaterie geschaffen, sondern aus einer Materie, die neutral ist, weder Chaos noch sonst etwas, sondern sie wird, Schöpfungshandeln bedeutet, Ordnung in die Materie zu bringen. Keine Creatio ex nihilo, keine Schöpfung aus dem Nichts. Durchaus gibt es Materie, aber die ist nicht negativ konnotiert wie im Enumaelisch, wie im babylonischen Denken. Und an jedem Schöpfungswerk sagt Gott, und er sah, dass es gut war.
Das heißt also, von vornherein ist die Ordnung, die geschaffen wird, eine heilvolle Ordnung. Und nun ist das Interessante zu sehen, im Enuma Elish ist der babylonische König Fleisch der Gottheit und in gewisser Weise Ebenbild der Gottheit. Im Genesis 1, 26, 27 sind wir alle Ebenbild Gottes. Das heißt also, der politische Aspekt des Enuma Elish ist hier demokratisiert und auf alle Menschen übertragen worden. Und wenn Sie bis Genesis 2, 3 gelesen haben, am siebten Tage hat Gott geruht und alle Tageswerke waren gelungen, so steht es, und er sah, dass es gut war, lesen Sie weiter und Sie kommen plötzlich zur Sintflutgeschichte. Und wenn Sie in der Quelle der sogenannten Priesterschrift aus der Exilszeit oder der frühen nachexilischen Zeit lesen, lesen Sie dann plötzlich in Genesis 6, die Erde war in Gottes Augen verdorben. Und dann haben Sie ein großes Problem. Ich lese weiter. Sie war voller Gewalttat, hebräisch Hamas. Gott sah die Erde an, sie war verdorben, denn alle Lebewesen auf Erden lebten verdorben. Und liebe Kommilitonen und Kommilitonen, dann müssen Sie sich eine Frage stellen. An jedem Schöpfungswerk sagt Gott, und er sah, dass es gut war. Und plötzlich ist die Welt verdorben und das Sinnen der Menschen, Genesis 6, 5, ist verdorben und in 6, 11 und 12 sind alle Lebewesen verdorben. Wo kommt das Böse in der Welt her? Die Klugheit meiner Meinung nach dieser Quelle, der sogenannten Priesterschrift, die durchaus das Enuma Elish gekannt hat und geradezu einen Gegenentwurf gegen das Enuma Elish in Genesis 1, 1 bis 2, 3 geschrieben hat, die Priesterschrift beantwortet die Frage nicht. Ich würde meinen, eine große Klugheit, weil wir letztlich nicht die Frage beantworten können, wo kommt das Böse her? Aber Theologen können sich damit nicht zufrieden geben. Die Frage muss beantwortet werden, denn wir wollen die Welt verstehen und einen großen Aspekt zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist und so ambivalent, wenn sie denn doch gut geschaffen worden ist, bedarf einer Antwort. Und genau diese Antwort finden wir in Genesis 2, 4 bis 3, 24. Und das heißt also, die sogenannte Paradieserzählung oder auch Sündenfallerzählung in Genesis 2, 3 genannt, ist also eingesetzt worden, um diese Lücke, die die Priesterschrift gelassen hat und in gewisser Weise wohl klug gelassen hat, weil sie theologisch außerordentlich schwer zu beantworten ist. Denn die Theodizee-Frage ist eine unendliche Frage, auf die es nie eine endgültige Antwort geben wird. Oder man kann anders sagen, erst wenn wir im Paradiese sind, werden wir die Antwort wissen. Aber solange wir hier auf Erden sind, wird es theologische Fakultäten geben und philosophische Fakultäten geben und man wird sich darüber den Kopf zerbrechen. Und das heißt also, wir sind Menschen und wir wollen antworten. Das gilt auch für die Antike. Und das heißt also, diese Erzählung in Genesis 2, 4 bis 3, 24 will genau in diese Lücke eine Antwort geben. Und wenn denn Gott ein guter Gott ist, dann liegt es natürlich nahe zu sagen, dann war es der Mensch. Das heißt, Gott kann nicht der Ursprung des Bösen sein, wenn er ein guter Gott ist. Also liegt die Gefahr sehr nahe zu sagen, dann habt ihr es selber gemacht. Das heißt, der Mensch selber hat sich sozusagen sein Schicksal bereitet und dann klagt nicht über diese Welt. Sie ist so, wie sie ist, einschließlich der Erbsünde, wie es dann in die kirchliche Lehre eingeht.
Also müssen wir uns dieser Erzählung zuwenden. Und nun ist das Erstaunliche, diese Erzählung ist eine wohl eine der jüngsten Erzählungen, die wir überhaupt in der Tora, in den 5 Mosebüchern haben. Sie hat auch kaum Wirkungsgeschichte in der hebräischen Bibel, was gar nicht erstaunlich ist, denn es ist eine der sehr spät eingefügten Texte. Aber sie hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist hochinteressant, denn da geht es um die Menschenschöpfung und was hat Gott mit der Schöpfung des Menschen gewollt. Und das wird natürlich ganz anders beantwortet als in Nummer Elisch, wo wir aus dem Blut des Kingu, des Chaoswesens schlechthin, dass wir von unserer Materie her schon allemal chaotisch sind und also unser Unglück auch darauf zurückzuführen ist. Und wenn es dann irgendeine Chance zu einem Glück im Leben gibt, dann nur, wenn wir uns an die politischen Verhältnisse anpassen, die vom Staat diktiert werden. Ganz anders in Genesis 2, Vers 4 und 18 bis 24. Eine kleine Erzählung von der Schöpfung des Menschen, die in die Paradieserzählung später aufgenommen wurde. Gott formte den Menschen aus Staub von der Erde und blies in seine Nase Lebensatem. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das übrigens werden Sie im Buche Kohelet dann wieder finden. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich werde ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Und Gott formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu Menschen, um zu sehen, wie er sie benennt. Und ganz so, wie der Mensch sie, die Tiere nennt, so soll sein Name sein. Der Mensch nannte Namen für alles Großvieh, die Vögel des Himmels, die Tiere des Feldes. Aber der Mensch fand keine Hilfe, die ihm entsprach. Da ließ Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, bis er einschlief. Und er entnahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Die Talmudisten haben lange überlegt, warum denn gerade aus der Rippe, warum wird die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen? Die Antwort, die sie gefunden haben, ist, sie wird nicht aus seinen Füßen geschaffen, damit er nicht auf sie tritt. Sie wird nicht aus seinem Kopf geschaffen, damit sie nicht meint, sie sei über ihm, sondern sie wird genau aus dem, damit sie seinem Herzen am nächsten ist. Da ist vieles Richtige getan, aber das ist natürlich nicht die Meinung, die die Autoren dieses Textes, aber ich wollte es nur schnell genannt haben. Und formt aus dem, und ganz so wie der Mensch nannte, Tag die Tiere, da ließ Gott Elohim einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, bis er einschlief. Und er nahm eine seiner Rippen und floss die Stelle mit Fleisch. Und Jahwe Elohim formte aus der Rippe, die er vom Mann entnommen hatte, die Frau und brachte sie zum Mann. Und der Mensch sprach, dieses endlich ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll man Männin nennen. Denn vom Mann wurde sie genommen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden ein Fleisch werden. Diese Geschichte ist uns allen sozusagen von Kindesbeinen an bekannt. Worum geht es? Das Entscheidende in dieser Erzählung ist das Verhältnis der Geschlechter. Und es geht um ein herrschaftsfreies Verhältnis. Weil diese Autoren der Meinung sind, dass Liebe und Herrschaft Gegensätze sind. Weder soll der Mann über die Frau herrschen, noch die Frau über den Mann, sondern ganz aktuell sozusagen, wir haben wieder 2000 Jahre gebraucht, um das zu begreifen, soll es wirklich Gleichheit geben. Das war hier diesen Autoren schon im ersten Jahrtausend bekannt.
Denn die Benennung der Tiere ist ein Herrschaftsakt. Und keiner dieser benannten Tiere ließ dann eine wirkliche Gemeinschaft zu. Erst das Miteinander von Mann und Frau wird als eine Gemeinschaft realisiert, die nicht durch Herrschaft verstellt ist. Eine Wesensidentität, was dadurch durch zweierlei Dinge zum Ausdruck gebracht. Sie ist aus seinem Fleisch, das heißt eine gleiche Identität, und sie heißt wie er, Ish und Isha, Mann und Männin. Das heißt also schon im Namen ist die Wesensgleichheit mit entsagt. Das heißt also für dieses Denken sind Namen nicht Schall und Rauch, sondern im Namen ist ein Wesen zum Ausdruck gebracht und die Wesensidentität von Mann und Frau wird zum Ausdruck gebracht. Nun, das Entscheidende, die Exogamie-Regel wird außer Kraft gesetzt. Warum gibt es ein Patriarchat und eine Ungleichheit der Geschlechter? Das wird hier via Negationes benannt. Nämlich normalerweise, das sind die Verhältnisse, in denen auch diese Autoren gelebt haben, verlässt eine Frau ihre Familie und geht in die Familie des Mannes ein. Das heißt, sie lebt also nicht in ihrer eigenen Familie, sondern sie lebt in der Familie des Mannes und von daher ist automatisch die Frau unterprivilegiert in der Familie, in die sie eingeht. Unsere Erzählung dreht das genau um. Und deshalb wird der Mann seine Familie verlassen und wird in die Familie der Frau eingehen. Das heißt, hier ist an dem Problem der sogenannten Exogamie-Regel, dass man nicht innerhalb einer Familie, sondern über die Familie hinweg heiratet, was notwendigerweise nach sich führt, dass dann immer derjenige, der aus der Familie geht, unterprivilegiert oder minder privilegiert ist in Familien, die er einheiratet. Und das wird hier sehr schön. Warum schließlich geschaffen aus der Rippe? Da steckt natürlich ein ganzes Stück altorientalischer Ikonografie drin. Und das heißt also, das Motiv der Geliebten als Statuette kennen wir im alten Orient, war schmale weibliche Figuren, die wie eine Rippe aussehen und die als ein Liebeszeichen, als ein Kunstwerk ein Liebeszeichen gelten. Das heißt also, das ist nicht Teil der Unterordnung, sondern hier soll noch einmal sozusagen das Motiv, dass die Mann und Frau miteinander verbinden, zum Ausdruck gebracht wird. Das Interessante ist, dies wird in unserer sogenannten Sündenfallgeschichte aufbewahrt. Das heißt, diese Menschenschöpfungserzählung wird in die Paradieserzählung integriert. Und das heißt, was immer man will, es war der Wille Gottes, bei der Schaffung des Menschen, dass es die Gleichheit der Geschlechter gibt. Dann bleibt natürlich die Frage, ja, warum ist es denn anders? Ich mache das Fenster auf und schaue eine patriarchalische Gesellschaft in Israel. Und das ist natürlich genau das Problem, vor dem wir stehen. Aber wichtig ist zunächst einmal kennenzulernen, man hat das festgehalten, was der Schöpfungswille Gottes war. Es gibt eine zweite Wurzel dieser Erzählung. Und die kennen wir aus Ugarit. Ugarit ist eine Ausgrabung in Syrien aus dem zweiten Jahrtausend. Die Stadt ist um ungefähr 1200 untergegangen in den sogenannten Seevölkerstürmen. Also stammt aus der Spätbronzezeit diese Tafel. Eine Beschwörungstafel, die man zitiert und rezitiert bei Schlangenbissen. Und bei Schlangenbissen wird ein Mythos erzählt. In der Hoffnung, dass das eine heilende Wirkung hat. Und ich kann nur selber aus meinen Erfahrungen in Papua-Neuguinea sagen, bei Schlangenbissen ist sozusagen die psychische Dimension die wichtigste. Denn die Einheimischen in Papua-Neuguinea konnten häufig nicht zwischen den Bissen von
giftigen und nicht giftigen Schlangen unterscheiden. Und die große Gefahr war, wenn sie von einer nicht giftigen Schlange gebissen worden sind, dass sie dennoch starben. Weil die psychische Belastung so groß war, dass sie meinten, sie müssten sterben, und sie sind gestorben. Da gibt es eine interessante Erzählung des Psychotherapeuten von Weizsäcker aus den 30er Jahren, um nur deutlich zu machen, welche Probleme dahinter stecken, was die Psyche vermag. Zwei Arbeiter fahren bei einer Firma, die Kühllastwagen hat, am Sonnabend, Mittag, den Kühllastwagen auf den Hof und die Tür schlägt zu. Und sie können also, und am Wochenende ist es niemand mehr da, und sie kommen aus dem Kühlwagen nicht raus und die Kühlanlage ist eingeschaltet. Am Montag, als die Angestellten der Firma zurückkommen, öffnet man den Wagen und beide sind tot. Das Erstaunliche war, man schaut dann weiter nach, die Kühlanlage war nicht eingeschaltet. Und dennoch zeigt die Obduktion, sie sind mit den Symptomen eines Erfrierungstodes gestorben. Und das heißt also, welche ungeheure Kraft die Psyche in diesen Dingen hat. Und deshalb sage ich immer, in vielen Krankheiten, nicht nur, aber manchmal kann man sich auch am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen. Man muss nur die psychische Kraft dazu haben. Und irgendwie in diesem Bereich müssen auch diese Beschwörungstafeln gewirkt haben. Jedenfalls, was hat man erzählt bei Schlangenbiss? Und das ist die Geschichte von Adam. Also in der Keilschrift ein Adamu. Und zwar geht es darum, dass die Götter im Paradies gelebt haben. Und auch da gibt es wieder den Generationskonflikt. Ein Gott namens Horanu, einer der jüngeren Götter, will den alten Gott El vom Thron stoßen. Und die Götter verbannen den Gott Horanu in die Unterwelt. Aber er kommt aus der Unterwelt als Schlange wieder zurück und besetzt den Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens ist für die Götter überlebenswichtig. Und was machen sie? Genauso wie im Enuma Elish. Der Jüngste der Götter wird ausgeguckt, um nun gegen Horanu zu kämpfen, die Schlange. So wie Marduk der Jüngste der Götter war und gegen die Tiamat kämpfen muss. Und er kämpft, aber anders als Marduk wird Adamu gebissen von der Schlange. Und er verliert seinen göttlichen Status der Unsterblichkeit. Das heißt also, indem die Schlange ihn gebissen hat, der in die Unterwelt verdammte Gott, verbannte Gott Horanu, verliert diese Gottheit ihre Unsterblichkeit. Wer sind wir also nach diesem Mythos? Gescheiterte Götter. Sterbliche Götter. Das ist sozusagen die Antwort. Und dann kommt die Sonnengöttin. Und die Sonnengöttin hat Mitleid mit Adam und schafft ihm ein weibliches Pendant, sozusagen die Eva. Damit er, wenn schon nicht die individuelle Unsterblichkeit zurückbekommt, doch eine kollektive Unsterblichkeit durch die Fortpflanzung. Das heißt, von Generation zu Generation können sie sozusagen unsterblich werden und ein Stückchen weit von dem, was sie verloren haben, wiederzubekommen. Das heißt also, der Baum des Lebens gehört auf das Engste dazu. Und wenn Sie es jetzt etwas höher schieben könnten, dann haben wir hier noch ein Beispiel aus dem hellenistischen Kontext. Sie sehen hier diese Schlange, die also dann in die Aesculap-Schlange auch einmal, das ist sozusagen eine Rezeption dieses Motives, das wir hier haben. Das geht auf einen wohl den ugaritischen verwandten Mythos zurück. Und auf der rechten Seite haben wir den Okeanos,
also dem Meeresgott, der alte Jammu aus Mesopotamien und hier Eynolton, also einen Flussgott, die neben diesem Baum des Lebens, der von einer Schlange in Besitz genommen ist, stehen, um dann mit der Waffe in der Hand wie vor einem Kampfe. Das heißt also, diese Erzählung muss bis in die hellenistische Zeit noch nachgewirkt haben, also lange nachdem die Stadt Ugarit schon im 12. Jahrhundert untergegangen ist. Was ist daraus geworden? Das sind die beiden Erzählungen, die man in Genesis 2, 3 aufgenommen hat und nun zu der Erzählung, wie wir sie heute kennen, in 2, 4 bis 3, 24 zusammengefügt hat. Und ich darf sie kurz vorlesen. Wir können also genau dort ansetzen, wo wir mit der Menschenschöpfung aufgehört werden. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch. Soweit der Schluss der Menschenschöpfungserzählung. Und nun kommt die Fortschreibung. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich voreinander nicht. Aber die Schlange war klüger als alles Getier des Feldes. Also Sie sehen, hier ist in gewisser Weise die Schlange entmythisiert. Sie ist nicht mehr ein Gott, der in die Unterwelt verbannt worden ist, sondern sie ist klug aber sie hat durchaus noch vernichtende Tendenzen. Sie will überlisten. Klüger als alles Getier des Feldes, das Jahwe gemacht hatte oder Gott gemacht hatte, und sie sprach, und sie sprach die Schlange zu der Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem der Bäume des Gartens essen dürftet? Schon daran zeigt sich gegenüber der ugaritischen Erzählung eine Verlagerung. Neben dem Baum des Lebens tritt nun der Baum der Erkenntnis. Und das heißt also, nicht mehr die Unsterblichkeit oder Sterblichkeit des Menschen ist das Hauptthema, sondern Erkenntnis. Die Erkenntnis von Gut und Böse. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem der Bäume des Gartens essen dürft? Da sagte die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume des Gartens essen. Nur von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und sie auch nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, ihr werdet mitnichten sterben. Vielmehr weiß Gott sehr wohl, dass sobald ihr davon esst, eure Augen aufgehen werden, dass der Baum gut war als Speise und er eine Lust war für die Augen und dass der Baum verlockend war. Und sie aß und sie gab auch ihrem Mann und er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da flochten sie Laub von Feigenbaum zusammen und machten für sich Schürze. Als sie das Geräusch von Gott hörten, wie er beim Abendwind im Garten wandelte, da rief Gott den Menschen und er sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich habe ein Geräusch von dir gehört im Garten. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und versteckte mich. Da sagte er, wer hat dir eröffnet, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen. Da sagte Jahwe oder Gott zu der Frau, was hast du getan? Da sagte die Frau, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sagte Gott zu der Schlange, weil du dies getan hast, verflucht bist du vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft will ich stiften zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommenschaft. Sie wird dir nach dem Kopf treten und du wirst nach der Ferse schnappen. Zu der Frau sagte er, ich will grenzenlos machen deine Mühsal, vor allem während deiner Schwangerschaft und der Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nun kommt der ganz entscheidende Satz,
und deinem Mann und nach deinem Mann soll dein Verlangen sein und er soll über dich herrschen. Hier haben wir plötzlich das Thema Herrschaft, das zunächst einmal ausgeschlossen war von dem, was Gott gewollt hat. Und zu manchen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, du darfst nicht von ihm essen, verflucht ist der Ackerboden um deinetwillen und der Mühsal sollst du alle Tage deines Lebens leben. Und Dorn, Strauch und Gestrüpp soll er dir sprossen lassen und du sollst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du Brot essen aus Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Da nannte der Mensch den Namen seiner Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Da machte Gott für den Menschen und seine Frau Kleidung aus Fell und bekleidete sie. Und Gott sagte, sie, der Mensch, ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Jetzt aber, dass er nicht seine Hand ausstreckt, auch nur nach dem Baum des Lebens, nimmt und isst und ewig lebe. Und Gott schickte ihn aus dem Garten Eden, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Soweit die uns allen bekannte Erzählung. Und dann müssen wir uns fragen, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, worum geht es, wenn es um die Erkenntnis des Guten und des Bösen geht? Jetzt muss ich nur ganz schnell meine Seiten hier ordnen. Ja, das ist es. Und das heißt, die Erzählung hat, und da beginnt sozusagen die neue Interpretation gegen 2000 Jahre kirchlicher Interpretation. Das Entscheidende ist, dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt, zu entscheiden. Gott gibt dem Menschen Entscheidungsfreiheit. Und es gibt keine Freiheit, an der man nicht scheitern kann. Denn eine Freiheit, an der man nicht scheitern kann, ist keine Freiheit. Und deshalb muss natürlich erzählt werden, wenn ich von der Freiheit des Menschen erzählen will und Gott ihm die Freiheit gegeben hat, dann muss ich auch erzählen, dass er eben an dieser Freiheit auch scheitern kann. Und er scheitert. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt ist, wenn denn Gott der gute Gott ist und der allmächtige Gott, warum kann er nicht bestimmen, dass der Mensch keine falsche Entscheidung trifft? Wieso lässt er es zu, dass der Mensch die falsche Entscheidung trifft und dann all das Unglück, das in den Flüchen genannt wird, gewahr werden muss? Das allerdings führt zu einem zweiten Gedanken. Gott nimmt ein Stück weit, um dem Menschen Freiheit zu geben, seine Allmacht zurück. Das ist ein klassisches Motiv, das wir interessanterweise aus der Kabbala kennen. Das berühmte Zimtzum, Gott, der sich zurückzieht. Und in dem Augenblick, wo Gott sich ein Stück weit zurückzieht, dem Menschen Freiheit gibt. Da müssen wir zunächst einmal diese Frage, und dass es darum nun zentral geht, zeigt sich schon da, dass nun der Baum der Erkenntnis eingeführt wird, den die alte Erzählung natürlich nicht kannte, denn da ging es um die Sterblichkeit oder Unsterblichkeit und den Unterschied zwischen Göttern und Menschen. Und nach meinem Verständnis nimmt diese Erzählung an einem intensiven Diskurs des dritten Jahrhunderts teil, den wir durchaus aus der biblischen Überlieferung der hebräischen Bibel, also aus den späten Texten der
hebräischen Bibel noch rekonstruieren können. Wir haben nämlich sehr verschiedene Positionen in der Frage, kann der Mensch erkennen, was die Wahrheit ist, und zwar bezogen auf die ganze Welt. Man könnte so sagen, erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ist das eine Erkenntnismöglichkeit, die der Mensch hat, ja oder nein? Denn alle Fragen über Gut und Böse hängen natürlich letztlich daran, ob wir eben erkennen können, was sinnhaft in der Welt ist und was nicht sinnhaft in der Welt ist. Und ist dem Menschen dieses Vermögen gegeben? Hier gibt es verschiedene Positionen. Die Theodizee-Frage, warum gibt es das Leiden in der Welt? Und warum lässt Gott es zu, hat das ganze Buch Hiob bestimmt. Ein sehr spätes Buch, wodurch ein ganzes Buch hier, und man könnte sagen, es ist geradezu das Buch selber, eine Bibliothek zu dieser Frage, in der verschiedene Positionen des damaligen Wissenschaftsbetriebs sozusagen ausgebreitet werden, wie man diese Frage beantworten könnte. Da sind die verschiedenen Freunde, die verschiedene Thesen vertreten, immer abgewehrt von Hiob selber. Am Ende offenbart und äußert sich Gott selber. Und das ist natürlich der Autor des Hiob-Buches, den wir es haben. Und was ist da die Antwort? Das Hiob-Buch zunächst einmal ohne die späteren Ergänzungen, die noch eingeführt worden sind, sagt, es gibt das Leiden und das wird an Hiob vorgeführt als dem leidenden Gerechten. Er verliert alles, Reichtum, Familie, Gesundheit. Er hat alles verloren, obwohl er ein gerechter Mensch war. Wie geht das zusammen? Was ist die Antwort des Hiob-Buches? Es gibt diese Leiden. Sie werden nicht verdrängt, aber dargestellt an den beiden Größen Behemoth und Leviathan, also das große mythische Nilpferd aus dem ägyptischen Kontext, und Leviathan ist genau so ein Tierungeheuer, wie wir da gesehen haben. Sie sind von Gott selber schon überwunden. Ja, sie sind Geschöpfe Gottes selber. Heißt, das, was uns, und das sollten die Menschen, die das Hiob-Buch lesen, begreifen, das Böse ist nur in unseren Augen böse. Es kommt von Gott und dann kann es nicht wirklich das Böse sein. Das kann das Hiob-Buch selber gar nicht einlösen. Denn der Schluss des Hiob-Buches, er kriegt am Ende alles wieder. Er hat wieder eine Familie, hat wieder Kinder, er ist wieder reich etc. Er bekommt alles wieder. Es ist ein märchenhafter Schluss. Und wenn man märchenhaft diese Art in diesen Fragen schließt, dann ist die Theologie eher gescheitert. Denn das Leben ist nicht so. Denn ich muss sich sofort die Frage stellen, ja, wenn er stirbt, ohne alles wieder zu kriegen, ist alles wieder offen. Das heißt, das Hiob-Buch ist keine Antwort. Und das haben die Autoren dieses Buches oder die, die es tradiert haben, natürlich sehr genau gewusst. Also haben sie weiter an den Fragen gearbeitet. Und sie fügen zunächst einmal die Reden eines neu dazugekommenen Freundes in Anführungsstriche ein. Man kann sagen, wer solche Freunde hat wie Hiob, der braucht keine Feinde. Dieser sogenannte Eliu führt dann ein, die klassischen Zusammenhang von Tat und Ergehen. Nein, Hiob war selbst schuld, er weiß bloß nicht, er muss versagt haben. Hier wird der klassische Zusammenhang wieder installiert, weil man sich der Antwort des Hiob-Buches nicht sicher war. Eine andere Antwort haben wir in Hiob 28. Der Mensch sei wie ein Mensch, der in einem Bergwerk arbeitet und in die Tiefe hinabsteigt, um die Wahrheit Gottes zu finden. Und so Hiob 28, er wird sie nie finden. Das ist natürlich ganz anders als das, was Genesis 2, 3 sagt. Denn da haben wir vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das heißt also, die Autoren der Paradieserzählung gehen davon aus, dass wir das Wissen um Gut und Böse haben. Genesis Hiob 28 sagt,
das Licht, ich darf es Ihnen ganz kurz vorlesen. Der Mensch auf der Suche nach der Weisheit Gottes, also der wie im Bergbau ist, ich muss ganz schnell, wie der Mensch, der nach Gott sucht, und es, der Mensch arbeitet sich durch die Schichten hindurch und er weiß nicht, in welcher Schicht die Weisheit Gottes verbergen. Das ist genau auch die Position des Buches Kohelet Prediger. Auch dort haben wir die Position, dass der Mensch nie das Ganze der Wirklichkeit erfassen wird. Darf ich Ihnen dieses kurz vornehmen? Ich betrachte das Werk Gottes in seiner Gesamtheit. Fürwahr, der Mensch kennt nicht das Werk, das unter der Sonne geschieht. Und das ist das Werk Gottes. Weil auch dann, wenn er meint, es zu kennen, er es dennoch nicht kennt. Auch wenn die Weisen behaupten, es zu kennen, sie kennen es dennoch nicht. Und das heißt also eine klare Position, anders als Genesis 2, 3. Der Mensch hat nicht die Erkenntnis des Ganzen. Und die ethische Konsequenz, die im Buche Kohelet gezogen wird, ist die eines Carpe Diem. Dann genieße das Leben und genieße das, was Gott dir gegeben hat. Mehr können wir nicht verlangen vom Leben, aber das eine Einsicht, was denn das Ganze im innersten Zusammenhang hält, werden wir als Menschen nie haben. Auch da können sich Theologen schwer mit zufrieden geben. Und das ist heute so und das ist in der Antike genauso. Also gibt es natürlich die Gegenposition und die Gegenposition finden wir nun schon. Sie als Katholiken haben sie noch in ihrer Bibel, wir als Protestanten haben sie etwas außerhalb im Buche Ben Sirach oder Ben Jesus Sirach, was bei Ihnen ja noch zum Kanon dazugehört. Bei uns ist es nur nützlich zu lesen. Aber auch dort finden Sie nun also genau die Gegenposition. Und die wird schöpfungstheologisch begründet. Sirach 17, Vers 6 bis 7. Gott bildet den Menschen mit Mund, Zunge, Augen und Ohren und ein Herz zum Denken. Also, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, das ist nicht nur beim kleinen Prinzen so, dass der Mensch mit dem Herzen denkt, sondern das ist in der hebräischen Anthropologie zu. Der Mensch denkt mit dem Herzen, das ist das Organ nicht nur der Emotion, sondern das ist tatsächlich auch das Denkorgan. Er hat also ein Herz zum Denken bekommen. Gott gab es ihm mit kluger Einsicht, erfüllte er sie, also Gott uns, und lehrte sie, Gut und Böse zu erkennen. Das heißt also, hier sind wir von Gott ausgestattet mit dem Wissen um Gut und Böse. Genau das, was im Buche Kohelet bestritten wird. Und da wir das Gut und Böse nicht kennen, sagt Kohelet, dann Carpe Diem. Dann nehmen wir, was kommt. Aber dann stellen wir nicht mehr die Fragen, was denn das Gute und das Böse sein, was die Welt im Innersten Zusammenhalt, weil gut, das ist, was Gott uns gibt. Wir sehen hier einen intensiven Diskurs über die Fähigkeit des Menschen zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das heißt auch die Frage zu beantworten, warum angesichts eines guten Gottes, der die Welt gut geschaffen hat, und ich mache das Fenster auf und sehe genau das Gegenteil. Und dann allerdings ergeben sich die theologischen Fragen. Und unsere Erzählung in Genesis 2, 3 will dazu einen Beitrag leisten. Und zwischen diesen beiden Extrempositionen, die wir im Buche Kohelet auf Prediger auf der einen Seite haben, im Buche Jesus Sirach ben Sirach auf der anderen Seite, wir sind Sirach ausgestattet mit dem Wissen, erfüllt von der Weisheit und von der klugen Gott, Einsicht erfüllt, die Gott uns gegeben hat, mit Mund, Zunge, Augen und Ohren und Herz zum Denken ausgestattet. Die zwischen diesen beiden Extremen will unsere Erzählung, so interpretiere ich sie,
einen mit, der Gott räumt dem Menschen die Freiheit des Erkennens von Gut und Böse ein. Aber verbindet dieses mit einem Pretium Libertatis, einem Preis der Freiheit. Das heißt also, wir haben die für die Freiheit, so unsere Erzählung, die Gott uns gegeben hat und gewährt hat, auch zu zahlen. Das heißt, diese Freiheit haben wir nicht umsonst. Denn man muss sich natürlich bei Ben Sira fragen, wenn wir alle schöpfungsmäßig mit Herz und Verstand und Einsicht ausgestattet werden, warum um Himmels Willen ist der Mensch nicht klug genug zu sehen, dass die Herrschaft des Mannes über die Frau falsch ist? Wenn das denn der Wille Gottes war, dass es nicht so sein soll. Da sagt unsere Erzählung, ja, wir haben mit Entfremdungserfahrungen zu leben. Und das ist zunächst einmal natürlich und das Entscheidende, die Entfremdung der Geschlechter. Und wir haben 2000 Jahre gebraucht. Und das ist genau der Punkt, wo natürlich die kirchliche Dogmatik eingesetzt hat. Ich werde dazu gleich kommen. Wir haben 2000 Jahre gebraucht, um da rauszukommen. Das Zweite ist die Entfremdung der Arbeit im Schweiße deines Angesichtes. Lassen Sie mich noch einmal auf die Geschlechter. Sie wird nach ihm verlangen und er wird über sie herrschen. Das ist geradezu ein zynischer Satz. Das heißt, das Liebesverlangen der Frau wird mit Herrschaft des Mannes beantwortet. Das ist verkehrt. Das war nicht der Wille Gottes. Das sagt unsere Erzählung allerdings auch in aller Deutlichkeit. Und das Dritte ist natürlich, das Verhältnis also zur Arbeit ist gestört und das Verhältnis zu den Tieren. Am Beispiel der Schlange. Er wird nach ihrem Kopf treten und sie wird nach seiner Ferse beißen. Das sogenannte Brotevangelium. Liebe Kommilitonen und Kommilitonen, das ist eine hochreflektierte, kluge Antwort. Denn dann wird man weiter sagen, wenn denn Gott dem Menschen die Freiheit gegeben hat, dann kann er auch die Flüche überwinden. Das heißt, es ist ein großes pädagogisches Programm, das wir, wie gesagt, wir arbeiten seit 2000 Jahren daran. Wir haben in Bezug auf die Arbeitswelt eine Menge von dem überwunden, was hier gesagt wird, im Schweiße seines Angesichtes. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis sind wir gerade mittendrin. Und im Verhältnis dann zur Tierwelt haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Ich will das nur hier in den Konsequenzen nur genannt haben. Für mich ist theologisch der entscheidende Gedanke auch die Einklammerung der Allmacht Gottes. Ein Gott, der sich zurücknehmen kann, um den Menschen Freiraum zu geben. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo alle Pädagogik in gewisser Weise ansetzen muss. Diese Freiheit muss verantwortete Freiheit sein und genutzte Freiheit. Aber das ist jetzt nicht mehr nur, das lassen Sie mich noch eines das nachtragen. Wenn Sie dazu Sirach 15, Vers 14 bis 17 lesen. Und er, Gott, war es, der die Menschen am Anfang erschaffen hat. Er hat ihm die Macht der freien Entscheidung gelassen, so sagt es Ben Sira. Afeken autu enchari diagoniu auton. Wenn du dich entscheidest, ist treu zu handeln eine Sache deiner Wahl. So Ben Sira. Und das heißt also, das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, das dann auch umzusetzende Programm. Und insoweit führt dann auch tatsächlich an dieser Stelle Ben Sirach über Genesis 2, 3 hinaus. Die große Frage ist, und das ist der letzte Bogen, den ich machen will,
Was haben wir in 2000 Jahren Interpretation dieser Erzählung geleistet? Das gilt sowohl, und das will ich hier nicht weiter verfolgen, für die jüdische Interpretation. Ich habe Ihnen nur die talmudische zur Rippe genannt, aber da ist natürlich auch jüdisch hochinteressant reflektiert worden, sondern zur Rezeptionsgeschichte noch einiges vortragen. Und dazu müssen wir zunächst einmal feststellen, dass das Erstaunliche ist, an zwei Motiven hat sich die Rezeptionsgeschichte vor allen Dingen festgebissen. Das Problem der Sexualität, was natürlich ein Stückchen weit durch die Erzählung auch provoziert worden ist, weil es das Thema der Nacktheit und der Bekleidung genannt ist. Und das zweite ist das Problem der Frau. Und das darf ich Ihnen ganz kurz entfalten. Der erste Bogen der Rezeptionsgeschichte war natürlich vor allen Dingen die Reflexion in der frühen Kirche darauf, ja, wie haben die denn im Paradies gelebt? Und es ist außerordentlich interessant zu sehen, wenn Sie die frühchristlichen, wenn Sie die frühchristliche Literatur dazu lesen, dass geradezu monastische Lebensweisen als Ideal in die Lebensweise des ersten Paares im Paradies, also eine zölibatäre Lebensweise als die Ideale, hervorgehoben wird. Dann gibt es natürlich eine Fülle Überlegungen, ja, wie geht es denn dann mit der Fortpflanzung weiter, wenn es nicht alle zölibatär leben und dann kommt man bis zur Idee der Kopfgeburt und also eine Fülle, die man denn im hellenistischen und griechischen Kontext übernehmen kann. Was Zeus kann, konnten die auch und etc. Aber das müssen wir diese Art, wie dann also priesterliche Ideale auf das Urpaar übertragen worden sind. Nur eins konnten sie nicht wegdiskutieren, die Frau gab es im Text. Wenn sie das hätten wegdiskutiert, dann wäre es natürlich viel einfacher gewesen, aber die war drin. Das heißt, sie mussten sich mit diesem Problem herumschlagen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht gebraucht hat, im Idealfall. Aber vor allen Dingen natürlich Ambrosius, der Lehrer in Mailand, der Lehrer des Augustin, hat hier einige Weichen gestellt, von denen man sagen kann, sie sind nicht unproblematisch. Eva als Ursprung des Bösen. Und warum? Sie hat zuerst gesündigt. Sie hat als Erste die Frucht genommen und vor allen Dingen, als sie sie weitergegeben hat und von der Frucht genossen hat, hatte sie das Wissen um Gut und Böse und dennoch hat sie die Frucht weitergegeben. Der Mann ist Opfer der Frau, so Ambrosius. Das heißt, sie wusste, was sie getan hat. Sie wusste, dass sie sündigt. Und dies aus geschlechtlicher Konkupiszenz, Begierlichkeit. Das ist natürlich dann eine wirklich außerordentlich problematische Interpretation. Der Mann ist letztlich Opfer der Frau. Denn er weiß nicht, er hat noch nicht das Wissen um Gut und Böse, als sie ihm die Frucht gegeben hat. Sie hat es. Und das ist das Problem. Viro culpe auctor est mulier. Das heißt, die Kraft der Sünde kommt von der Frau. Das ist ein Satz des Ambrosius. Und das ist natürlich eine fatale Interpretation dieser Erzählung. Und das heißt, die Frau dann ist notwendig für die Fortpflanzung, aber ansonsten ist sie das Unglück des Mannes und letztlich verantwortlich für den Verlust der Unsterblichkeit und der Gottebenbildlichkeit, die das Urpaar gehabt hat. Und das ist eine außerordentlich problematische und
Dass das zum Durchbruch gekommen ist, hängt nun damit zusammen, dass Ambrosius der Lehrer des Augustinus gewesen ist. Und wenn wir die Biografie des Augustinus uns anschauen, der eher nun Christ geworden ist, ein sehr lockeres, erotisches Leben geführt hat und dann eben eine 180-Grad-Wende vollzogen hat und diese Kehrtwendung nun auch tatsächlich in die Interpretation der Erzählung anwendet. In seinem Genesis-Kommentar argumentiert er dann zweitens vor allen Dingen gegen die sogenannte Gnosis. Die Gnosis, also die Erkenntnis, Gnosis heißt Erkenntnis, die Erkenntnis also in den Vordergrund gestellt hat und natürlich auf die Erzählung Genesis 2, 3 abheben musste. Baum der Erkenntnis, das ist ein typisch gnostisches Thema der frühen Christen. Aber wie wird bei den Gnostikern erzählt, der wahre Gott ist die Schlange. Die Schlange hat die wahre Wahrheit, während natürlich der Demiurg, der unsere Welt geschaffen hat uns ins Gefängnis damit gesperrt hat, aus dem wir wieder raus müssen durch Kenntnis. Aber natürlich ist die Kenntnis uns verborgen. Und der Einzige, der sie hat, ist die Schlange. Das heißt, die Gnostiker haben die Idee, sie haben das Wissen, um den Menschen die Erlösung aus dieser Welt zu bringen. Das ist sozusagen nun die Gegenposition, gegen die Augustinus argumentiert, wenn er Genesis 2, 3 interpretiert. Und dann kann nicht ist nicht sozusagen die Schlange das Entscheidende. Er muss natürlich, und dann nimmt er Ambrosius auf, er muss auf das Problem der fleischlichen Liebe gehen. Das ist sozusagen das entscheidende Problem. Nicht die Gnosis, nicht die Kenntnis und nicht die Erlösung aus dieser Welt, sondern das Leben in dieser Welt ist das Entscheidende. Und die fleischliche Verbindung ist dann durch Eva in die Welt gekommen, als sündhaft, als Erbsünde dann tatsächlich von Generation bis heute übertragen. Dass dieses eine ganz entscheidende Argumentationsstruktur ist zur Begründung der kirchlichen Sakramentenlehre. So wie es dann bei 1. Korinther 15, 21, 22 heißt, durch einen Menschen ist die Welt in die Sünde gekommen, durch einen Menschen ist die Erlösung, die Auferstehung Christi in die Welt gekommen. Und das heißt also, dann wird unsere Erzählung im Grunde zu einer Argumentationsstruktur, warum der Mensch auf die kirchlichen Sakramente angewiesen ist und aufgrund seines erbsündigen Wesens und das mit der fleischlichen Liebe in Verbindung gebracht und dem Fehlverhalten der Frau ist dann der entscheidende. Lassen Sie mich ein letztes sagen. Meines Wissens ist im philosophischen Kontext wohl derjenige, der am nachdrücklichsten sich mit dieser Erzählung auseinandergesetzt hat, Immanuel Kant. Ich würde nie behaupten, das wäre auch eine schlechte Theologie, die ich treiben würde, wenn ich Immanuel Kant als Zeugen für meine Interpretation nehme. Aber es ist interessant zu sehen, dass Immanuel Kant auf Genesis 2, 3 in dem Augenblick zu sprechen kommt. Und da wird die ganze Geschichte hochaktuell, wenn es um einen universalen Frieden in der Welt geht. Das heißt also, die Idee eines Fœdus Pacificium in der Schrift von 1795 zum ewigen Frieden. Der Gedanke, es müsste einen Völkerbund der Völker geben, in dem sie durch Vertragsschluss auf alle Formen der Gewaltanwendung und Kriegsführung verzichten. Und nun stellt sich natürlich für Immanuel Kant die Frage, ist das eine regulative Idee oder haben wir eine Hoffnung, dass es irgendwann einmal solche Friedenszeit geben wird?
Und erstaunlicherweise kommt er genau in diesen Zusammenhang auf unsere Erzählung. Und das heißt, hier zeigt sich plötzlich, dass Genesis 2, 3 sehr wohl etwas sogar mit dem Jahre 2023 zu tun haben. Denn nach meinem Verständnis haben wir sozusagen das Zeitalter Hegels hinter uns, das vor allen Dingen natürlich durch die marxistische Rezeption der hegelischen Philosophie bestimmt war, und leben im kantischen Zeitalter. Und das heißt also, Völkerrecht durchzusetzen, als eine Form, Frieden in der Welt durchzusetzen. Und das ist in diesem Zusammenhang, hat Immanuel Kant sich die Frage zu stellen, ist das also eine regulative Idee, die sich nie restlos realisieren werde? Oder haben wir, worauf haben wir zu hoffen? Also die dritte kantische Frage, worauf haben wir zu hoffen? Und in dem Zusammenhang kommt er auf unsere Erzählung und sagt, nun, der Mensch ist aus dem Zustand der Natur heraus in den Zustand der Kultur übergegangen und steht unter einem großen Entscheidungsdruck und leidet unter dem Entscheidungsdruck. Und er hat zwei Möglichkeiten, falsch zu reagieren. Die erste falsche Reaktion wäre, wieder zur Natur zurückzuwollen. Wir können nicht instinktgeleitet wieder werden. Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das zweite ist, autoritäre politische Strukturen zu realisieren, um den Entscheidungsdruck, unter dem man steht, zu minimieren, weil wir es nicht aushalten, dass die Dinge so strittig sind. Und diese Idee kann man ja leicht haben, wenn man mal die Zeitung aufschlägt. Und dann muss es so viel Streit geben. Aber das ist nach Kant genau das, was wir aushalten müssen. Und genau das ist es, kantisch gesagt, wir müssen begreifen, dass die Geschichte eine Geschichte der Aufklärung und des Fortschritts ist. Das heißt also, in Genesis 2, 3 ist uns sozusagen eine Aufgabe gegeben und der müssen wir gerecht werden. Das wäre die kantische Antwort, bis in unsere gegenwärtige politische Diskussion, wie denn nun die Vereinten Nationen umzugestalten sind, damit sie endlich wirksam werden können. Das wäre eine klassische kantische Frage. Liebe Kommilitonen und Kommilitonen, hier geht es dann in dieser Erzählung überhaupt nicht um Sexualität, sondern es geht um den Auftrag und die Freiheit, die wir haben. Und die ist, und da sind wir Christen, von Gott gewollt. Und dann allerdings sagt diese Erzählung auch, was Gott denn wollte bei der Schöpfung. Und das ist ja wohl ein Maßstab. Erster Maßstab, Herrschaftsfreiheit der Beziehungen der Geschlechter. Und da kann man sagen, Umgang mit der Natur, der Hege und Pflege, so wie es im Paradiesgarten üblich war. Aber das ist ein weites Feld und geht dann schon ins Politische über. Und jetzt will ich nicht nur in der grünen Politik das Wort reden, aber hier sind natürlich Aufgaben gestellt, denen wir uns tatsächlich auch dann stellen müssen. So die Erzählung Genesis 2 begriffen, ist geradezu am Anfang der Bibel ein Fanal der Erziehung zur Freiheit gesetzt. Dankeschön.